Heute geht es um Ausbildung. Wir haben im letzten Jahr, im Corona-Jahr, 60.000 Ausbildungsplätze verloren. Nur noch weniger als 20% der Unternehmen bilden überhaupt aus. Und wir haben jetzt schon 2,2 Millionen junge Leute, die keinen Abschluss, keinen beruflichen Abschluss haben. Das ist ein Problem, was gelöst werden muss. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben es besonders schwer, Ausbildung zu bezahlen. So, hinter mir das Hotel Edelacker in Freiburg. Bei denen läuft Ausbildung spitze. Kein Wunder. Der Chef hat den Hut auf und das ist unser Direktkandidat hier zur Landtagswahl. Und trotzdem ist es eben ein finanzieller Kraftakt. Ich finde ja, Ausbildung muss gemeinsam bezahlt werden. Alle Unternehmen zahlen in einen gemeinsamen Fonds, ist keine Idee vom fremden Stern. Die Bauindustrie macht es uns vor. Und erstens, Ausbildung ist dadurch kein Wettbewerbsnachteil, hat Zukunft, weil es wichtig ist. Gute Arbeit, gute Löhne geht nur mit guter Ausbildung.